einfach die Kamera darüber. Rainer, das wäre dann aber ein Axtsprung. Hast du mal einen Film von Godard gesehen? Der scheißt auf Regeln, er macht, was er will. Und was willst du machen? Filme. Filme über dieses Land. Ich habe schon 3 Filme geschrieben und ich habe 4 Filme im Kopf. Überall, wo du hingehst, sind Stoffe, die davon handeln, wie die Menschen träumen und wie ihre Träume kaputt gehen. Wir sehen das Entstehen dieses erstaunlichen, umfassenden, irgendwie aber nie zu Ende gekommenen Werkes. Wir sehen den frühen Tod mit 37 Jahren dieses an beiden Enden brennenden Genies. Schau Detektiv in die Kamera! Was machst du, Mann? Oskar Röhler hat einen Film über Rainer Werner Fassbinder gedreht. Keinen Dokumentarfilm, sondern einen Spielfilm. Das hätte furchtbar schiefgehen können. Denn Fassbinder hat natürlich selbst 40 Filme gedreht und noch ein Dutzend Theaterstücke geschrieben. Er hat sozusagen den Mythos, den er hinterlassen hat, auch selbst erzeugt. Und die Vorstellung ist irgendwie mit diesen 40, mit diesem Gesamtwerk, mit diesem gewaltigen Nachlass aufnehmen zu wollen, kann einem nicht gut vorkommen. Aber du musst doch wissen, wo du schneiden willst. Willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht beim Fernsehen, Mann. Mein Film wird überhaupt nicht geschnitten. Aber es hat geklappt. Unerwarteterweise vielleicht. Für mich erwarteterweise. Denn ich traue Röhler das zu. Er ist zwar selbst ein Enfant terrible des deutschen Films, so wie er seinen Film jetzt Enfant terrible genannt hat, aber er wird mit Aufgaben fertig, die man anderen nicht anvertrauen würde. Ja los, worauf wartet ihr? Kommt, nächste Szene, Umbau, los, los, los! Ich habe keine Zeit zu verlieren. Mach! Das Geheimnis dieses gelungenen Films ist wie oft eine Budgetnot. Er hatte nicht genug Geld, um den Film im Freien mit großen Kulissen zu drehen, mit vielen Drehorten und hat sich deswegen in ein Studio zurückgezogen. Und dort hat er die Welt des Rainer Werner Fassbinder so nachgestellt, wie sie in dessen Filmen eigentlich auch erscheint. Nämlich als Treibhaus, als abgeschlossenen Kosmos, als Käfig der Leidenschaften, Begierden, des Sadismus, der Ausbeutung und Selbstausbeutung, in dem die Menschen sich genauso gegenseitig beflügeln, wie sie sich auch wieder kaputt machen. Schreib das mal auf. Vielleicht mache ich da ein Stück draus. Wie bitte, ein Stück? Ja, ein Stück, du Miststück. Die trotzigen Tränen des Rainer von Werner oder so, weißt du? Oliver Masucci, Röhlers Hauptdarsteller, sieht Fassbinder erstaunlich ähnlich, vor allen Dingen dem späten Fassbinder. Und das hat einen Effekt, der ebenfalls gut ist, denn schon als junger Regisseur und damals noch Schauspieler hat er sozusagen das Gesicht des Späteren, des Älteren und er wirkt also wie jemand, der niemals jung war. Und auch das passt sehr gut zu Fassbinder. Was sehen wir ansonsten? Wir sehen die Clique, die Gemeinde, mit der er sich umgeben hat, seine Schauspielerinnen, seine Geliebten, dargestellt in symbolischen Figuren, nicht mit den wirklichen Namen oder nur teilweise. Und wir bekommen ein Gefühl für die Flugbahn dieses erstaunlichen, kometenhaft verglühenden Talents. Deswegen ist dieser Film ein Lichtblick, vielleicht der Lichtblick des deutschen Kinos in diesem Jahr. Wir drehen hier einen Film! Habt ihr den immer noch nicht kapiert, was das heißt?